Kleine Egerin der Besetzung wurde formiert von unseren jungen Musikanten. Natürlich hatten wir ja schon vorher darüber gesprochen, dass der Stefan und der Martin, die ja zu den ersten gehört haben, die ich als Vertreter der jungen Generation ins große Orchester geholt habe. Die beiden, die waren von Anfang an eigentlich so der Kern dann von dieser jungen kleinen Besetzung, und wir haben dann ihn für andere Instrumente, für andere Register, für die Egerländer noch auch nach besonderen jungen Musikanten Ausschau gehalten. Die haben sich zu Teil natürlich schon gekannt durch andere musikalische Begegnungen, und wie das mit so jungen Leuten ist, die treffen sich dann einfach irgendwo mal und spielen ein bisschen miteinander, und so war das auch bei uns. Ich habe die alle mal zu einem Open Air eingeladen. Da haben wir mit der Egerländer in der großen Besetzung gespielt, also in der ganz großen, mit 28 Leuten. Und da habe ich natürlich damals auch diese jungen Musikanten alle schon integriert ins Orchester. Und die haben sich aber ein paar Tage noch bei uns zu Hause vorher getroffen, die ganz Jungen da, und haben einfach gespielt miteinander. Ja, und die haben so viel Spaß gehabt in dieser kleinen Besetzung, einfach miteinander so ein bisschen zu proben und zu musizieren, sodass die Idee entstanden ist, eigentlich daraus ein eigenes Ensemble zu machen. Die Idee hat natürlich auch damit zu tun, dass der Ernst Mosch ja früher auch mal die Straßenmusikante sehr erfolgreich aufgestellt hat. War natürlich auch musikalisch ein bisschen eine andere Grundidee, das war vor allem eine Fernsehproduktion, also fürs Fernsehen gemacht. Dementsprechend haben die ja damals so lustige, ganz lustige Vagabunden-Klamotten angehabt. Vielleicht können sich da die Zuhörer jetzt noch dran erinnern, aber wahrscheinlich eher die Älteren, weil das ist ja schon wirklich einige Dekaden her. Und aber die musikalische Idee mit Akkordeon und Bläsern zu spielen, das ist dann bei uns eben in der kleinen Besetzung auch so umgesetzt worden. Und von Anfang an war meine Intention eigentlich, dass diese Gruppe von jungen Musikanten, dass die einen neuen Kern bilden sollten für die Egerländer. Ja, also die nächste Generation. So ähnlich habe ich das erlebt in den 90er Jahren, wo der Ernst Mosch uns als junge Musikanten ab Ende 80er Jahre dazugeholt hat. Er hat dann irgendwann 10, 12 junge Musikanten um sich herum gehabt, die waren wieder ein neuer Kern des Orchesters. Und aus diesem Kern hat letztendlich natürlich auch im Jahr 2000 und 2001 ist daraus das Orchester entstanden, wie es heute wieder aufgestellt ist. Und das war meine Idee. Ich wollte mit dieser neuen, jungen Generation genau diese Sache auch so, dass es so eine Dynamik kriegt. Und die Burschen haben das super gut gemacht, musikalisch sowieso. Jeder Einzelne wirklich ein Ass auf seinem Instrument, aber dass die dann auch noch gut harmoniert und miteinander dann eine richtige Band aufstellt, heißt auch eigene Stücke schreiben, eigene Arrangements schreiben, sich selber drum kümmern. Und der Julian natürlich, der Julian ist nicht nur bei Hutter Music hier unser Hauptorganisator und derjenige, der hinter den Kulissen sehr viele wichtige Dinge tut, der hat sich dann natürlich auch der Besetzung, kleine Besetzung, angenommen, organisatorisch, organisiert für sie die Konzerte, hat dann auch die Produktion damals organisiert. Und aus dieser Produktion, die hat natürlich dann auch einen tollen Titel bekommen, Blasmusik in die Welt. Also ist ein nettes Wortspiel. Blasmusik in die Welt. Oder die Blasmusik. Oder Blasmusik für die Welt. Oder man kann da einige Dinge rein interpretieren. Die wurde dann so erfolgreich, und das war ja eigentlich dann unsere Pandemie-Produktion. Ja, die haben wir kurz vorher gemacht, bevor wir nicht mehr spielen konnten. Und ich weiß nicht, war es eine Vorahnung? Nee, ich glaube nicht, es war eigentlich eine glückliche Fügung,
dass wir damit eine ganz, ganz tolle Produktion hatten, mit der wir dann auch alles, was mit Hutte Music zusammen gehört, worüber ich vorher schon ein bisschen drüber gesprochen habe, das hat da nochmal neue Dynamik gekriegt. Und jetzt Egeländer, große Besetzung, Egeländer, kleine Besetzung, jetzt ganz neu South Brass. Dahinter haben wir, glaube ich, drei ganz tolle Blasmusikformationen in unserem Haus, die noch viel tolle Arbeit verspricht. Da können wir noch auf Jahre hin, glaube ich, schöne Arbeit machen. Da muss man bloß wieder die Auftritte haben, dass man wieder raus darf. Das ist, das stimmt, ich, ja, da freuen wir uns sehr drauf. Das ist das, worauf es ankommt, genau, ja. Da man uns das Publikum begeistern kann. Pandemiebedingt, ihr habt auch eine kleine Eventreihe jetzt geplant noch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, irgendwo in Friedrichshafen, gell? Ah, ja, aber das bin ich persönlich. Also das hat, da bist du beteiligt. Ich bin beteiligt, ich bin ja Veranstalter, Papa hat ja gesagt, ich mache viele Sachen und ich bin unter anderem auch Veranstalter eben. Ja. Und Andy Friedrichshafen gibt es direkt am See eine Konzertreihe, wo natürlich die kleine Besetzung auch spielen wird. Genau. Und auch eine ganz besondere, eigens zusammengestellte Besetzung von Papa, und zwar mit seinen Swing-Kollegen von der SWR Big Band. Also Ernst Sutter präsentiert die SWR Swing All-Stars. Genau. Und da sind natürlich, bin ich da froh, wenn ich was organisiere, ist meistens dann auch die Familie noch mit dabei. Musikalisch gesehen, und da sind wir schon, freuen wir uns sehr, hoffentlich ist das Wetter gut. Genau. Und dann ist es nämlich perfekt, die Location. Richtig, ja. Und das Ganze am schönen Bodensee. Direkt. Blick auf den See, das kann doch besser nicht sein. Oder? Also so stellen wir uns das vor, an diesem letzten Augustwochenende, dass die Sonne auf der Bodensee scheint, das Gras, wo die Menschen mit ihren schönen Stühlen sitzen können, trocken ist. Genau. Und es warm genug ist, damit wir alle miteinander tolle Abende und Tage damit erleben. Okay. Aber ich meine, davon sind wir doch alle beseelt, Frank. Ja. Alle Künstler, die wir ja, Kollegen, die wir alle kennen natürlich, alle leiden drunter. Definitiv. Und das Publikum leidet drunter. Und deswegen freuen sich alle auf solche Events, über die wir jetzt gerade auch geredet haben. Und wir haben ja mit den Egeländern den Konzertkalender wieder voll bis ins Jahr 23 rein. Sehr viele Veranstaltungen, die verschoben wurden. Ja, aber das geht anderen Kollegen genauso. Und wir hoffen doch wirklich, dass wir dann endlich wieder mal in den normalen Flow kommen. Weil es, also viele Menschen denken ja immer an die Wirtschaftlichkeit natürlich bei Künstlern. Ja. Aber wir sind nicht nur Künstler, wir sind einfach Instrumentalisten. Wir sind Leute, die ihre Arbeit am liebsten tagtäglich machen und dadurch in der Routine sind. Ja, man hat das ja jetzt auch bei der Olympiade gesehen. Da haben nicht immer vielleicht sogar die Besten gewonnen, sondern vielleicht diejenigen, die ja in gewisser Weise den Mangel an Wettkämpfen am besten überstanden haben. So, also da gab es ja ganz viele, die haben ein halbes Jahr lang keinen Wettkampf gehabt. So, und dann sollen sie gleich um Olympiamedaillen kämpfen. Und bei uns ist es ja genauso. Also unsere Streaming-Konzerte, die wir gemacht haben im vergangenen Jahr, da haben wir ja zum Teil ein Vierteljahr vorher nicht gespielt mit der Band. Ja. Streaming-Konzert ist nur ein Stichwort. Ja. Das gibt es jetzt dann demnächst auf DVD sogar, oder? Das haben wir schon auf DVD. Oder habt ihr schon. Das ist das 20-Jahre-Konzert, das Jubiläumskonzert gibt es als DVD, als Doppel-DVD. Ja. Ist schon fertig. Ja, die ist schon ein paar Wochen schon auf dem Markt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Produkt geworden, was mir meine Buben hier, kann ich schon auch sagen, ein bisschen geschenkt haben. Das ist schon eine schöne Sache zum 20-jährigen Jubiläum. Ganz toll aufgemacht, eine schöne Box, wo nicht nur die DVD von dem Streaming-Konzert drin ist, sondern auch ein Vortrag. Ich denke mal, dass hier doch eine vorhanden ist. Ja, da ist schon eine da. Das kann man natürlich auch gleich zeigen. Kann man die noch ein bisschen mal hier in die Kamera halten. Ja, ganz genau. Ja, also 20 Jahre, und ich denke mal, das ist allemal hier natürlich ein großer Applaus wert, dass man so lange wirklich der Musik hier bei den Egerländern die Stange hält. Und ich denke mal, mit dir hat die Musik da schon wieder, also die Egerländer, doch einen Fortgang gefunden. Ja, ich denke, dass ich in meinen 20 Jahren schon einiges dazu beigetragen habe. Ja. Das ist die Box hier, also über die wir gerade eben gesprochen haben, wirklich wunderschön aufgemacht. Da ist drin die DVD von dem Konzert, von dem Streaming-Konzert, live Ende Januar gespielt aus den Bauer Studios. Und noch eine DVD
in der ich einen Vortrag halte über meine 20 Jahre bei der E-Länder. Okay. Also für die Insider ist genau dieser Vortrag, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Zusammen mit Martin sogar. Zusammen mit Martin, der mich da musikalisch begleitet hat. Also der Martin hat nicht über 20 Jahre E-Länder gesprochen, sondern der hat mich musikalisch begleitet. Und das ist natürlich in so einer langen Zeit, das weiß ja jeder, der jetzt mir da zuhört, da gibt es schon einiges zu erzählen. Da hat man schon viele Erfahrungen gemacht und viele nette und schöne Dinge erlebt. Und vor allem aber auch das, was du gerade angesprochen hast. Mich hat in den 20 Jahren das immer angetrieben und motiviert, die große Tradition der Egerländer, die der Ernst Mosche ja vorher 43 Jahre lang gelebt hat und den Erfolg der Egerländer natürlich ja maßgeblich natürlich immer nach vorne getragen hat. Und dass ich jetzt 20 Jahre lang mich dafür darum kümmern konnte, das ist so, wenn man so tagtäglich unterwegs ist, denkt man da nicht immer so dran. Aber wenn man das mal so reflektiert in einer ruhigen Stunde, in einer ruhigen, wenn man sich ein bisschen zurückzieht, dann ist das schon eine ganz, ganz tolle Geschichte, auf die man dann zurückschaut. Und dann fällt einem natürlich genau das ein, was du vorhin gemeint hast. Nach hinten zu schauen ist eine Sache, aber nach vorne zu schauen, also auch dem Ensemble und der Geschichte der Egerländer noch eine Zukunft zu geben, das ist jetzt natürlich meine absolute Inspiration, kann man sagen. Dafür arbeite ich jetzt täglich weiter und die vielen jungen Leute um mich herum, genau, in der Familie, aber auch in der Band, die machen mir das relativ einfach, ja, weil die dasselbe mitleben. Und ich habe das wieder bei der Produktion mit South Pass wieder gesehen, ja. Für die sind die Egerländer auch noch das Maß aller Dinge. Und das sind jetzt junge Leute zwischen 19 und 25. Genau. In dem Alter habe ich auch zu den Egerländern aufgeschaut mal. Richtig. Ja. Und darum geht es bei uns eigentlich immer wieder, ja, dass man diese Tradition und diesen unglaublich langen und nachhaltigen Erfolg, den das Ensemble jetzt hat, übrigens jetzt im 65. Jahr, 65 Jahre, muss man sich mal vorstellen, und immer privat organisiert, also nicht ein Rundfunkorchester oder so, ja, oder von der Stadt finanziertes, subventioniertes Orchester, sowas ist einmalig in Deutschland und ich glaube sogar weltweit. Ja, also da muss man schon hinschauen. Und das mit der möglichst größten Qualität in die Zukunft zu führen, in eine Zukunft, die ja auch nicht viel leichter wird im Musikgeschäft. Ja, um uns herum passieren viele Dinge. So ist es. Und das macht mir Spaß, aber das treibt mich an. Richtig. Und auch deswegen habe ich das mit den Jungs hier Hutter Music gegründet und bin wahnsinnig froh, dass die mich auf meinem Weg definitiv da unterstützt. Sehr gut, sehr schön. Ja, also wie gesagt, da haben wir doch schon einiges jetzt wieder in Erfahrung bringen können und ich hoffe, dass wir uns, wie gesagt, hoffentlich bald draußen bei einem Konzert wiedersehen und vor allen Dingen auch die Zuschauer wieder alle kommen dürfen. Ja, jetzt habe ich noch ein kleines Attentat an euch. Meint ihr, wir können an unsere Zuschauer was verlosen? Natürlich. Ja, natürlich können wir was verlosen. Also ich würde mal sagen, die Box dann zum Beispiel. Also ich kann natürlich auch ein kleines Schlusswort vielleicht zu dem Gespräch noch machen. Das sind die Kamera. Ein kleines Schlusswort wäre zum Beispiel, dass ihr jetzt ja ein bisschen Eindruck bekommen habt in dem kurzen Gespräch, in dem kurzen Geflüster, so heißt ja deine Serie, was in 20 Jahren bei den Egerländern so mich beschäftigt hat und was mich beschäftigt rund um die ganze Kulturszene. Und sehr gerne verlose ich unter den Zuhörern jetzt natürlich Zuschauern und Zuhörern so eine Box und möchte es einleiten mit einer kleinen Egerländer Melodie. Ich habe kein Instrument da, aber ihr kennt es wahrscheinlich alle und werdet es auch sofort erkennen, was ich spiele. Wir sind Kinder von der Eger und das wird immer meine Intention sein, immer mein Antrieb, unserem Publikum, meinem Publikum das näher zu bringen,
dass wir hinter unserer Musik stehen und die lieben und leben, solange wir hier aufrecht gehen können. Dankeschön für euer Interesse.